Hallo zusammen, ich begrüße euch heute wieder zu einem weiteren Video mit mir und ich hoffe vor allem, dass diesmal die Kamera durchhält. Ja, bei der letzten Runde war das nicht der Fall und ich musste leider auf mein Telefon umschwenken, was auch nicht gerade sehr hilfreich war. Vorab bedanke ich mich bei meinem Sponsor Tim von Detektoren-shop.de. Ja, an alle meine Fans da draußen, an meine Facebook-Gruppe, ja, und alle, die mich kennen eben halt. So, wir wollen auch gar nicht hier so lang das Ganze hier veranstalten, hier die Vorstellung. Ja, heute habe ich wieder meinen Expedeus 2 mit der Software-Version 0.71, wie ihr sehen könnt. Ja, ich werde heute wieder mein Ackerprogramm nehmen, was ich mit dem Werksprogramm General generiert habe. Wir werden mal ganz kurz durch die Einstellungen gehen für euch. Ja, den Disk auf 5.0. Ich habe im Expert einen Dreiton-Modus. Kronkorken auf 0, Notch off. Den Bodenfilter auf 1. Ja, sensitiv auf 96. Die Frequenzweiche auf 3. Eisenlautstärke auf 1. Ja, wie die meisten ja wissen, deswegen, weil ich gerne noch einen Eisenton angezeigt bekommen möchte, weil eventuell könnte es mal sein, dass ein Eisenteil neben Buntmetall liegt und dann hat man den Obermasking-Effekt und damit kriege ich wenigstens noch ein Mischsignal angezeigt. Die Reaktionszeit habe ich auf 2, weswegen auf 2, weil der Deus 2 eben schneller als der Deus 1 ist in der Reaktion und dadurch kann man getrost auf Reaktion 2 laufen. Ja, Signalverstärkung auf 4, nicht auf 5. Das hat den Grund, dass ich noch gerne angezeigt oder vom Ton hören kann, ob ein Ton im Boden ist oder oben aufliegt. Desto höher die Signalverstärkung, desto weniger kann man es unterscheiden. So, den Bodenabgleich werde ich über Pumpen machen und dazu kann man direkt beim Deus 2 über die Pinpointer-Funktion gehen. Man pumpt dann von etwa 30 cm Höhe bis kurzen Zentimeter vom Boden hin und her, so wie ich es jetzt mache. Im besten Fall ist der Ton dann ganz weg, ist er aber bei mir nicht. Wie ihr hören könnt, ich habe jetzt einen Bodenabgleich von 83. Ich habe jetzt auch die großen Zahlen für euch. Ja, und wir werden uns beim ersten Fund dann oder beim ersten Signal dann wiedersehen. Also dann bis gleich. So, da sind wir schon bei meinem ersten Signal. Es ist ein 69er. Ich hoffe, ihr könnt es alle gut hören. So, das ist auch so ein quietschendes Signal, also kein sauberes Signal. So ist draußen. Ja. Ja, und ich kann es glaube ich auch schon sehen, weil ich bin ziemlich nah an der Straße. Also dadurch würden auch hier viel Müllteile sein. Hier könnt ihr es sehen. Es ist ein Stück Draht gebogen. Okay, wie gesagt, ich werde jetzt natürlich nicht alle Schrottteile mit in das Video nehmen. Das natürlich, weil es mein erstes Signal ist. Ansonsten, wie immer, nur die guten Teile. Also sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis nachher. Hier sind wir bei meinem zweiten Signal. Ich hoffe, ihr könnt das alle gut hören. Ein 53er Signal springt. So, das wird hier vorne irgendwo sein. Auch nicht zu tief, weil es ein kleines scheinbar ist. Ja, was habe ich gesagt? Und jetzt ist es schon weg. Könnte ein Stück Draht wieder sein, weil ich noch immer nah an der Straße bin. Endlich um. Ah, ich sehe jetzt schon ein Bronzesplitter oder muss einen Handschuh ausziehen. Dann seht. Nein. Ja, der erste oder was übergeblieben ist, der erste Volley. Okay, zweites Signal, Volley. Ist ja wieder vielversprechend. So war es ja letzte Woche auch. Ja, wollen wir mal schauen, was heute noch geht. Alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten. Da bin ich wieder. Keine 5 Meter weiter. Ein 61er Signal, so wie ihr hören könnt.
So, das ist so ziemlich bei dem weißen Stein, auch nicht zu tief. Ich denke mal so einen halben Spatenstich. Da ist doch. Das ist da im oberen Bereich. Ja, ich bin noch immer ziemlich nah an der Straße, aber das Vorteil ist, hier geht kaum einer. Ja, habe ich schon. Ja, hier ist es. Ja, ist es das? Ja, der nächste Volley. Aber die sind so klein diesmal. Erstmal Pinpointer weg. Die sind so klein. Ich glaube, das ist ein Volley, oder? Oder sage ich euch jetzt, was das ist? Nee, das ist eine silberne. Ach du leck mir am Arsch, ey. Schon wieder ein Mittelalter, oder was ist es? Oh, bitte, 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 bitte. Ach, ich glaube, ich pack es nicht. Ah ja, wieder eine Mittelaltermünze. Ich werde bekloppt. Letzte Woche eine, jetzt wieder eine. Ja. Mittelalter. Silber. Ach, geil, ey. Ja. Hier in der Nähe sind ein paar Mittelaltermünzen gekommen. Ich hoffe, könnt ihr das sehen. Ich will jetzt auch nicht lang da drauf rumreiben. Aber die nächste Mittelaltermünze. Ey, geil, 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 geil. Also das freut mich mehr als alles andere. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre ein Volli, aber es ist ein Mittelalter. Okay, dann bis zum nächsten Fund. 64er Signal. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Springt ein bisschen. Könnte mineralisch bei sein, könnte ein Stück Eisen bei sein. Werden wir aber jetzt sehen. Oh, und ich glaube, ich sehe es auch schon, ist oben auf oder rausgefallen. Ich glaube, ja, oder? Ich nehme trotzdem mal einen Pinpointer. Aber ich denke, das ist es. So könnt ihr das auch dann sehen. Ich hoffe, es ist im Bild. Ja. Und es ist, glaube ich, eine Münze. Und hoffentlich wieder eine Antike. Ja. Oder? Ja, doch. Es wird wieder ein Volli sein. So. Ja. Ganz leicht mal rüber den obersten Schmutz runter. Ja, wird ein Volli sein. Kein Knopf auf jeden Fall. Okay, dann sehe ich euch gleich wieder beim, oder ihr seht mich wieder beim nächsten Fund. Bis dann. Ich hoffe, man sieht mich. Hier habe ich ein weiteres Signal, ein 70er Signal. So, ich muss ein bisschen die Kamera knicken. Da irgendwo ist es. So. Direkt den Knubbel mit raus. Draußen? Oder hier drin? Na? Nein. Hier in dem Haufen. So. Ein 70er Signal, das ist immer gut. Na? Und da habe ich den Spaten jetzt mit drin. Kann natürlich sein, dass der Spaten jetzt mit drin ist. Nee, doch nicht. Ah, ich glaube, ich sehe sie. Das ist eine Münze. Oder? Ja. Und ich denke mir mal wieder ein Volli. Ja, ja, wird ein Volli sein. Ja, ich glaube, diesmal die Qualität der Follies, die sind nicht so gut wie bei dem letzten Gang. Aber dafür habe ich ja die mittelalterliche Silbermünze. Ja, darum ist mir das auch ziemlich egal mit den Follies heute. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Signal wieder. Bis nachher. Nicht wieder 90er Signal, 91, 90. Müsste hier unter dem Knubbel oder mit in diesem Knubbel sein. Ja. Es ist in dem Knubbel, machen wir den Knubbel mal auseinander. So, Pinpointer. Okay, ich sehe es schon. Das ist diesmal eine größere Münze oder ein großes Bronze? Na, größeres Bronzeteil, aber ich glaube, das wird eine Münze sein. Ja, ist eine. Ich denke mir mal ein kaputtes Ass, Stüber. Ne. Wird ein Ass sein. Also ich glaube, ich kann den Kopf noch erkennen. Ich hoffe, ihr könnt das auch. Aber das Ding, das ist tot.
Mehr als tot. Ganz tot. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Oder beim nächsten Signal. Bis später. Hier bin ich wieder. Und hab wieder ein Signal, ein 65er. Klar. Hier oben irgendwo muss es sein. Ja, jetzt fängt er auch an zu regnen an. Was für ein Mist. Draußen. Ja, hier oben irgendwo. Hier muss es bei sein. Ja, man kann sich das Wetter nicht aussuchen. Na, wo haben wir es? Hier drin, irgendwo in einem kleinen Knubbel. Was ist das? Ja, da in dem Knubbel. Na, was ist es? Ah, ja, da, oder? Ah, wollen wir mal. Ja, wird das Überbleibsel einer Fibel gewesen sein. So schaut's aus, zu Anfang, oder? Ja, ein Anhänger wird es nicht gewesen sein, oder? Könnte auch ein Anhänger gewesen sein. Aber das ist das, was übergeblieben ist. Ja, yeah. Okay. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Signal wieder. Solange es nicht richtig anfängt zu rechnen. Hier bin ich wieder mit einem 45er Signal. Springt jetzt ein wenig. Ihr seid mit dabei. Ja, es wird Folie sein, glaube ich. Vom Gefühl aus her. Draußen ist es. Ja, 45 konstant. Könnte Folie sein. So. Na, wo haben wir? Ja, da haben wir wieder den Spaten. Oder? Ja. Na? Da ist der Spaten. Okay, wo haben wir? Muss doch hier irgendwo sein. Ja, wo haben wir denn? Oh, das ist so klein. Hier haben wir es. So. Liegt auch oben auf, glaube ich, schon auf dem Knubbel habe ich es rausgedrückt. Und es ist Folie. Ach, leck mich. Ich weiß ja, was ich sagen soll. Ich könnte jetzt hier ein Dreieck springen. Folie. Ich weiß nicht, was der. Oh, ist das wieder ein Händler? Heute Nummer 2. Also die nächste Mittelaltermünze. Ganz dünn. Ja, um mal das euch zu erklären, letzte Woche war ich ja schon mal hier auf dem Nebenfeld suchen. Da habe ich den Händelheller gefunden, den ihr in dem Video zuvor sehen werdet. So, und deswegen sage ich jetzt mal, das kann ich ja hier in dem Video ruhig sagen, das ist heute dann die dritte Silbermünze und vor allem die dritte Mittelaltermünze. Okay, ich sage jetzt mal, ich bin hier in der Nähe von einer alten Stadtmauer am Suchen oder einer alten Stadt und deswegen, oder Ortskern, sage ich mal, und deswegen auch die Silbermünzen. Hier ist auch ein Weg in der Nähe, der dorthin führt und ich denke mir mal, das sind die Hinterlassenschaften von den Leuten, die durch die alte Stadt gegangen sind. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Bis gleich. So, hier bin ich mal wieder. Ja, ich habe jetzt hier ein Signal. Wo ist es jetzt? Ein 71er. Es ist schwer zu erkennen jetzt, glaube ich, auf dem Display, weil es am Regnen war. So, stellen wir ein bisschen höher. Also es muss hier in dem Bereich sein. Ihr seid ja mit dabei. Kamera ist ja am Spaten dran. Wollen wir mal gucken, was das ist. Ist draußen? Ja, ist draußen. So. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja. Sieht man das Tier? Ja, ne? Ihr seht mich, ne? So, ach, ist rausgerutscht, oder? Ne? Doch, ist draußen. Hier liegt es auch. Na, wo haben wir es? Ich habe doch gerade was gesehen gehabt. Ja, und was ist es?
Oh, das wird auch ein Nadelkopf sein. Aber ein schöner diesmal. Also letzte Woche habe ich ja schon zwei gefunden. Hier, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich will jetzt auch nicht lange darüber reiben. Aber es könnte ein Nadelkopf sein. Ein schöner. So ein drei, also mit drei, ja, ich sag mal, angedeuteten Perlen. Oder ich sag mal, runde Köpfe. Ja, mal sehen, was das genau ist. Aber das sehe ich erst am Saubermachen. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Bis nachher. So, Leute. Ich mache eine ganz kurze Abmoderation. Die restliche Moderation werde ich dann im Keller bei mir zu Hause machen, weil es regnet und ich habe hier kaum eine Möglichkeit, mich irgendwo unterzustellen. Aber ich will euch erstmal die Schrottfunde zeigen. Die packe ich mich dann in einer separaten Tasche. Da ich gleich zur Tankstelle muss, werde ich sie dort dann entsorgen. Aber so, dass ihr mal einen Überblick davon habt. So. Hier sind die Schrottfunde von heute. Jede Menge. Ich weiß nicht, wie viele Teile es sind, aber auf jeden Fall eine ganze Menge. So, die guten Funde, die werde ich euch dann zu Hause präsentieren. Also, wir sehen uns nachher bei mir zu Hause. Bis dahin, tschüss. So, da bin ich endlich zu Hause angekommen. Ja, endlich trocken. Das war ja eben am Regnen wie an Bindfäden, so ganz feiner Regen und der geht durch die Klamotten durch. Ja, gut, dann zeige ich euch, ihr habt ja schon zuvor den Abfall gesehen oder die Schrottfunde und jetzt zeige ich euch die guten Funde. Dazu drehe ich jetzt die Kamera. So, ich habe die Kamera gedreht. Das war heute nicht sehr viel, aber dafür schöne Funde. Wir fangen jetzt mal mit dem Teil an, was ich noch nicht weiß, was es ist. Ich denke mir mal, entweder ein Stück von der Fibel oder von einem Anhänger. Dann hier von einer römischen Nadel der Kopf. Ein Ass. Zwei, drei Follies. Der könnte noch sogar was werden. Der hier. Eventuell auch der hier. Dann einer, der kaputt ist. Und natürlich die erste Silbermünze. Und die zweite mittelalterliche Silbermünze. So, drehen wir wieder die Kamera. So, die Kamera ist wieder gedreht. Das war es fürs Wochenende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal unter die Kommentare schreiben, was ihr mal vielleicht gerne sehen wollt, wo ich mal suchen sollte oder ja, außer natürlich Militaria, also es kommt mir mit so einem Scheiß nicht an, also so einen Dreck suche ich nicht und das lasse ich lieber andere machen, also nur jetzt, sag ich mal, im antiken Bereich. Darum sage ich jetzt tschüss, habt euch wohl, viel Erfolg bei der Suche. Tschüss, euer Markus. Ciao.